auf einen Kommentar hin in meinem Kanal von Andreas R., der mich darauf hingewiesen hat, dass es ja für Wittmund, also Wittmund Hafen, eine Mod gibt. Habe ich mir das auch mal angeguckt und habe dann auch Rostock Lage gefunden, also nicht nur Wittmund, hier in der Nähe von Jever, Wittmund. Auch Rostock Lage ist dort schon nachgebaut worden und ich habe mir das mal angeguckt, bin da mal angeflogen, war dann hier in Wittmund so ein bisschen irritiert, dachte mir so, oh, wieso ist da so viel Beton noch rechts und links so neben der Landebahn. Aber habe es dann auch in Google Maps kontrolliert und tatsächlich ist es so, dass es auch wirklich so ist. Man sieht auf Google Maps auch, dass da noch so, ja, es sieht nach elektrischen Installationen aus, als wenn da noch irgendwelche Landefeuer oder spezielle Beleuchtungen installiert wären. So finde ich das eigentlich wirklich toll gemacht, kann man nicht anders sagen. Ich meine, ich finde das immer ja, super, wenn sich Leute aus der Community die Mühe machen, solche Flughäfen dann eben auch nachzubauen und die for free der Community bereitzustellen, also zu sharen. Und hier mal so ein bisschen Taxiing, also mal an den Hangars vorbeigefahren. Da sieht man an den Dimensionen, finde ich, von den Hangars, dass die sind jetzt nicht für Jets, sondern eher für Sportflugzeuge. Aber das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich finde es super, wenn sich jemand die Mühe macht und sowas baut und dann bereitstellt, dass man das runterladen kann und for free auch noch. Jetzt mal so von oben gezeigt, so aus der Drohnenansicht. Wittmund und die Anordnungen so der einzelnen Wege, so wie es gemacht ist, ist top. Also kann man wirklich nicht rummotzen. Und bei mir ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass es das gibt. Die Länge ist, glaube ich, 2,4 Kilometer der Landebahn. Das ist also auch wirklich ausreichend, um zu landen. Und hier sind wir jetzt in Rostock Lage. Landeanflug auf Rostock Lage. Und da ist es so, dass der Flughafen ja auch, so wie ich das sehen konnte, über Google Maps halt, nicht nur ein rein militärischer Flughafen ist, sondern der wird irgendwie wohl auch noch für Cargo vielleicht verwendet. Genau weiß ich es nicht, ob er auch zivil benutzt wird. Da bei Rostock Lage ist es so, auf der linken Seite, also von hier aus gesehen links, da fehlt so der Cargo-Hangar, wo eigentlich auch zivile Flugzeuge stehen. Aber ansonsten ist das auch echt genauso gemacht eigentlich, wie es über Google Maps zu sehen ist. Und wie gesagt, ich finde es super, dass Leute sich die Mühe machen, das nachzubauen. Und ich finde es auch super von Andreas R., dass er darauf hinweist und sagt so, ja hier, das kannst du da runterladen und mach das mal, weil jetzt gerade, wenn irgendwann Jets kommen, so ist es halt auch irgendwie sinnig, dass man dann auch da starten und landen kann, wo man halt auch normalerweise landen würde. Jo, in diesem Sinne, tschüss.